Marianne, ich bin ziemlich sicher, am 19. August, das war der Geburtstag, gab es so gut wie niemand, der nicht gesagt hätte, wie verdammt noch mal machst du das, so beieinander zu sein und so auszusehen mit 90 Jahren? Oder gab es irgendjemand, der sich das verkneifen konnte? Die Leute haben sich gewundert, dass ich nach dem Geburtstag noch irgendwie fit war, weil das war sehr anstrengend, wie man sich denkt. Weil so viele Menschen vorbeigekommen sind? Nein, nein, das nicht, aber es war einfach, ja, es war emotional und überhaupt und die Familie und ja, und reizend und viele Briefe, die ich noch nicht beantwortet habe, das fängt jetzt erst an, aber ich weiß nicht, also 90 macht schon was mit einem hier oben, ja, das Gefühl, aber warum was denn, was macht das mit einem? Also man ist schon berührt von dieser blöden Zahl, ja, aber ich denke, so mit der Zeit wird sich das jetzt wieder verlaufen. Und was ist denn los? Wenn man so zurückblickt, man merkt immer, dass man sich nur so kleine Ausschnitte merken kann von bestimmten Ereignissen. Selten die ganze Geschichte oder den ganzen Tag. Was wird dir in Erinnerung bleiben? Was war das Schönste an diesem Geburtstag am 19. August? Ganz eindeutig unsere Tafelrunde, sage ich jetzt mal. Es war eine ganz normale, wunderbare bayerisches Restaurant, was ich sehr liebe am Starnberger See. Und es waren meine Familie da, die aus Amerika gekommen ist. Und es war meine Familie da aus Starnberger Kreis. Und es waren tolle Freunde da. Wir waren gar nicht so viele. Aber es war einfach dieses Zusammensein, was einem ja auch in den letzten 1,5 Jahren so gefehlt hat. Das war das Schönste. Marianne, jetzt hast du fast zeitgleich zum Geburtstag ein Buch rausgegeben, programmatischer Titel, Alt werde ich später, ist jetzt schon ganz vorne in der Spiegel-Bestsellerliste. Jetzt weiß ich, weil wir nicht das ganze Buch vorlesen können, obwohl es schön ist, da sage ich einfach, verrate ich mal was. Eine deiner zentralen Aussagen ist, ich verdanke ganz viel den Genen meiner Mutter. Ja. Nun kann niemand was für seine Gene. Und jemand, der nicht so eine Mutter hatte wie du, die in fantastischer Form war bis zuletzt, der fragt sich, was kann ich denn machen in meinem Leben, damit ich irgendwie mit 90 noch sagen kann, alt werde ich später. Ist ein bisschen kühn, diese Aussage, muss ich schon sagen, ja, dieser Titel. Also es gibt, und das ist reine Wissenschaft, das werden Sie mir natürlich auch bestätigen können. Marianne Magdalena Volker Busch. Ja, es gibt ein paar Dinge, die man möglichst früh berücksichtigen sollte. Nämlich? Das eine ist gesundes Essen und nicht diese schauerliche Industrienahrung, die immer mehr um sich greift und die wir als praktisch und gut schmeckend und so weiter empfinden, aber die eben nicht die Vitamine hat und die Mineralien hat und das hat, was ein normales Essen, wo man Gemüse und Obst aus der Region möglichst und selber zubereitet. Du meinst also keine Fertiggerichte? Keine Fertiggerichte, aber es ist so viel inzwischen industriell gefertigt. Das muss man erst mal anschauen, was man sich da an Chips und an Fritten und was weiß ich alles immer besorgt, weil es halt gut schmeckt und so. Das, also vernünftige Ernährung, Mittelmeerküche, sage ich jetzt mal als Schlagwort. Das Zweite ist wirklich viel Bewegung. Also die körperliche Aktivität scheint eines der ganz wichtigen Dinge zu sein. Und das ist auch wissenschaftlich dann großen Studien nachgewiesen, weil Leute, die Sport machen als Jüngere oder jetzt in meinem Alter wenigstens jeden Tag eine halbe Stunde stramm spazieren gehen. Du gehst mit deinem Hund immer spazieren. Ja, ne? Ja, mein lieben Hund, der ein bisschen übergewichtig ist, aber der gut mit. Ich werde nicht auf deine Tipps gehört. Ja, wenn ich esse, will er halt auch immer ein bisschen was haben. Das ist furchtbar. Ich dürfte nicht, aber er schaut mich so an, dass ich nicht anders kann. Gut, das ist der Hund. Aber es ist so, dass unsere Zellen, die sich ja nur für eine gewisse Zeit immer reproduzieren können, also wieder neue Zellen daraus entstehen und so, die haben so eine, also vor allem die Chromosomen haben eine gewisse Lebensdauer, wenn man so will, und die wird durch Spazierengehen, Sport, körperliche Bewegung
verlängert sich die. Mhm. Telomerase, sage ich jetzt mal als Stichwort. Mhm. Also als zweites ganz viel Bewegung. Bewegung. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, was ist mit der Birne, die wir... Das kommt jetzt. Lebenslanges Lernen. Ja, wirklich? Mhm. Ja, ganz sicher. Ganz sicher. Also ich denke, ich habe mir einen großen Gefallen getan, dass ich im reifen Alter von über 40 Jahren mein Medizinstudium zu Ende gemacht habe. Wobei ich auch das vor dem Physikum noch mal nachlernen musste, klar. Mhm. Und danach noch einen Facharzt gemacht habe. Also ich habe damals meine Gehirnzellen vor ziemliche Probleme gestellt, nehme ich mal an. Aber ich habe das geschafft. Und auch heute, wenn ich also diese Gesundheitssendung im Bayerischen Rundfunk mache, Gesundheitsgespräch, bleibt mir gar nichts anderes übrig, als dass ich mich auf den neuesten Stand des jeweiligen medizinischen Themas bewege. Mhm. Lebenslanges Lernen. Und das ganz Wichtige ist soziale Kontakte. Dass man nicht alleine ist, dass man nicht einsam ist. Gerade im Alter ist es eine... Es gibt ja Leute, die sagen, es sei die schlimmste Alterskrankheit. Schreibst du auch. Marianne, aber da muss man wahrscheinlich schon sehr, sehr früh vorsorgen, dass man nicht vereinsamt, richtig, oder? Richtig, ja. Und bei den vielen Menschen, die so ein Single-Leben leben, das ist lustig, wenn man sich da mit Freunden trifft und mit allem und kleine Wohnung hat und alles. Das wird problematisch, wenn man alt wird, ganz sicher. Und wenn man da nicht, sag mal, vorsorgt, Freunde hat, Familie hat, wenn möglich, das ist sowieso das Beste, da wird es problematisch, weil dieses Alleinesein, dieses Einsamsein, Alleinsein ist noch was anderes als Einsamsein, aber die Einsamkeit ist etwas, was mit unserem Gehirn und mit unserem Körper üble Sachen anrichtet. Ich habe zwei Sätze gefunden von dir, die einander scheinbar widersprechen. Aber ich bin ganz sicher, du schaffst die Synthese. Du sagst einerseits, glücklich im Alter ist, wer zufrieden auf sein Leben zurückblicken kann. Und andererseits hast du diesen Satz auch korrigiert und sagst, glücklich ist im Alter, wer zufrieden auf sein Leben, das kommt, schauen kann. Wie geht das zusammen? Das geht schon zusammen, weil... es gibt eben viele Leute, oder sagen wir mal, die Gefahr ist da, dass man sagt, so, das war's jetzt. Und nicht mehr, auch Leute, die sagen, wozu soll ich mich noch anstrengen, wozu soll ich das machen, wozu soll ich das machen? Denn es lohnt sich ja nicht mehr und so. Mhm. Und das ist genau das Falsche. Also ich sage das nicht von mir aus. Ich habe da schon sehr viele wissenschaftliche Studien und so weiter mitverwendet in dieses Buch. Das Wichtige ist, glaube ich, dass man ein bisschen daran, oder nicht nur ein bisschen, dass man daran denkt, eventuell auch einen Neuanfang wieder zu machen. Also auch wenn man das Alter erreicht hat, das du jetzt hast. Ja, ich werde sicher keinen Neuanfang in Bezug auf Beruf oder Freunde oder so. Ja, Freunde weiß ich nicht. Das gibt's immer, dass man neue Freunde kriegt. Aber ich glaube schon, und das muss ja nicht 90 sein, das gilt ja auch für 70. Ich weiß nicht, wie alt du bist. Du bist ein Jungspund. Ja, also, schön wär's. Aber ich halte viel von Neuanfängen. Da gebe ich dir völlig recht. Siehst du? Und Neuanfang ist immer etwas, wo man seine schlafenden Gehirnzellen aufweckt. Marianne Koch, darf ich mal einmal den Professor Busch dazu befragen? Weil ich ja nun mal Neurowissenschaftler und Hirnforscher und wir reden hier die ganze Zeit über das Hirn. Können Sie das bestätigen? Also schöner hätte man es nicht ausdrücken können, als Marianne Koch es ausdrückt. Ich muss sie mal einladen zu einer Vorlesung vielleicht. Ja, ja. Die als lebendes Beispiel. Ja, ein Neuanfang. Ja, ganz Vorlesung wunderbar. Habe ich noch nie gehalten. Ja. Aber genau das, was sie sagte, ich erlebe manchmal ältere Menschen bei mir, die sich bei mir vorstellen, mit einer Art Demenz, einer Vergesslichkeit, schwierigen geistigen Stören, sich zu konzentrieren. Und manchmal fehlt ihnen einfach nur eine Aufgabe, eine Herausforderung. Und wenn man es schafft, ich bin da nicht immer erfolgreich, aber wenn man es schafft, solchen Menschen wieder eine Aufgabe zu geben, dann blühen die auch wieder auf. Das ist eben das absolut Wichtige. Und ich denke, man kann sich natürlich in einen Seniorentreff begeben und dort mal schauen, wie die Leute so sind. Aber noch besser und noch wichtiger ist, wenn man sich für etwas engagiert, wo man anderen Menschen dabei hilft. Ja. Das ist etwas, was einen total aus einer Einsamkeit herausbringt.
Ob die jetzt hier dankbar sind oder nicht, spielt fast keine Rolle. Aber es ist etwas, wo man das Gefühl hat, hier kann ich etwas Positives tun. Es gibt, wenn ich das ergänzen darf, ein paar ganz interessante Zahlen aus Dänemark, die sehr neu sind, die dort schon seit längerer Zeit Menschen, die eigentlich schon ihre Rente verdient hätten, wieder im Berufsleben zurückbegrüßen. Und sie erleben, dass das ein Stück weit Volksgesundheit in Dänemark erhalten hilft. Weil ältere Menschen sich dann nicht mehr, und das ist nicht despektierlich gemeint, sich nicht mehr um ihre Wehwehchen drehen, sondern eine Kohärenz empfinden, sagen wir, eine sinnvolle Aufgabe und sind dadurch auch gesünder. Es ist wunderbar, wenn man das ganze Leben lang malocht hat und dann endlich in Rente geht und ein Leben zwischen Balkon und Sofa und Katze streicheln macht. Ja? Ja. Ist gut, aber ist nicht gut für das, was dann kommt. Und wir haben nun mal eine längere Lebenserwartung, wunderbarerweise. Und die muss man ausfüllen. Genau. Marianne, sind wir ganz nah beieinander. Du musst mir die Chance geben, auch über einen Menschen zu sprechen, den du nicht nur sehr viel verdankst, sondern auch sehr bewundert hast, nämlich deine Mama. Ja. Die hat ein sehr außergewöhnliches Leben geführt. Allemal, wenn man überlegt, dass wichtige Entscheidungen in ihrem Leben gefallen sind in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Die ist Jahrgang 1901, 1901 geboren, ja. Die hat dich im Alter von 30 bekommen. Und dann gab es noch einen Bruder. Ja. Und sie hat unglaublichen Lebensmut gehabt. Sie hat euch alleine erzogen, großgezogen. Und sie hat euch sehr lange etwas verschwiegen. Magst du darüber sprechen? Ich habe schon mal drüber gesprochen, deswegen kann ich auch hier drüber sprechen. Erstmal muss ich sagen, meine Mutter... Wir sehen sie gerade im Bild, ja. Ja. Mit euch beiden. Meine Mutter kommt aus einer gutbürgerlichen Familie und hat durchgesetzt, dass nicht nur ihre drei Brüder Abitur machen durften, sondern auch sie. Sie war da sehr, sehr aufsässig, ja? Immer so ein bisschen revolutionär. Und sie hat dann Abitur gemacht und ist nach München gegangen und hat dort als Sekretärin gearbeitet. Aber gleichzeitig hat sie eine Ausbildung als Pianistin gemacht. War eine, glaube ich, sehr gute Pianistin, nicht zu vergleichen, Herr Levit, um Gottes Willen. Aber sie hat Konzerte gegeben, kleinere, im kleineren Rahmen und so. Das heißt, sie hat uns Kinder auch mit Kultur, also Musik und auch bildender Kunst und so weiter, sehr vertraut gemacht. Und die Sache mit, ihre Kinder hat sie von einem Mann bekommen, also mein Bruder und mich, den sie sehr geliebt hat, der sie sehr geliebt hat, aber der verheiratet war und keine Chance sah, sich von seiner Frau und seiner Familie zu trennen. Ein Arzt, jüdischer Arzt, der dann 1934 schon mal wahnsinnig schikaniert wurde. Er wurde denunziert. Denunziert im Lager Dachau saß. In die sogenannte, zynische Ausdruck, Schutzhaft. Ja. Ja. Mit Unterschrift Heydrich, ja, da in Dachau. Hm. Und der es Gott sei Dank geschafft hat, sehr direkt danach auszuwandern nach Amerika, wo er mit offenen Armen empfangen wurde, weil er ein, inzwischen also weltberühmter Mann war, weil das flexible Gastroskop erfunden hat. Das heißt, früher hat man hat schon am Anfang versucht, in den Magen reinzuschauen. Aber das war so ein bisschen wie Schwertschlucker mit einem rigiden, starren Instrument. Und was er zusammen mit einem Optiker, einem Berliner Optiker namens Wolf, geschaffen hat, war ein schlauchartiger Teil des Gastroskops, der biegsam war und der eben diese Gastroskopie, also die Endoskopie, das Reinschauen in den Magen, auf erstens mal viel ungefährlicher gemacht hat und zweitens eben, das war es überhaupt. Ja? Und er wurde, wie gesagt, in Chicago und dann später auch in Los Angeles und São Paulo mit offenen Armen empfangen. Du heißt ja, dein leiblicher Vater Rudolf Schindler. Rudolf Schindler, ja. Du heißt aber bekanntlich Koch, das heißt, deine Mama hat zwischendurch eine Ehe gehabt. Ja, sie wollte einen Vater für ihre Kinder und hatte eine kurze Ehe gehabt, die ging natürlich verständlicherweise nicht lange sehr gut. Er kannte aber die ganze Wahrheit, also, nicht seine Kinder waren sowieso, aber auch, dass das dieser jüdische Arzt war, der kannte alles, der wusste alles. Bitte? Der wusste alles, der Rudolf Koch, der wusste alles. Das war also der offizielle Vater und deswegen hatten wir auch
so gut wie keine Probleme in der Nazizeit. Okay. Ja. Und sind deine Eltern dann in irgendeiner Form, als dieser Albtraum vorbei war, wieder zusammengekommen? Es war sehr komisch, weil ich war ja in meiner Filmzeit da auch in Hollywood und bin dann in Los Angeles einmal, habe mich angesagt, in seine Praxis gegangen und habe ihn da eigentlich zum ersten Mal bewusst gesehen. Das heißt, du hast ausfindig gemacht, wo der lebt und arbeitet? Ja, das wusste ich. Das wusste ich von meiner Mutter. Und hast da geklingelt? Nein, ich habe schon mich vorher angesagt und er wusste, dass ich komme und wir haben uns, ja, hallo und so. Aber das war vielleicht eine Dreiviertelstunde oder so. Und ich fand ihn interessant, toller Wissenschaftler, guter Kopf und alles. Aber ich, also okay, ist mein Vater okay. Aber ja, und dann ist sehr viel später ist dann seine Frau verstorben und es hat also keine 2 Wochen gedauert, bis er wieder bei meiner Mutter angerufen hat und gesagt hat, was denkst du, willst du nicht zu mir kommen? Und meine Mutter hat alles liegen und stehen gelassen, gerade noch die Katze versorgt, ja, dass die und ist mit dem nächsten Flieger nach Amerika geflogen, hat eine Woche später dort geheiratet und die haben dann ein Jahr lang drüben zusammen gelebt. Es war ihre große lebenslange Liebe, aber von ihm aus offensichtlich auch. Und dann sind sie zusammen wieder nach Deutschland gekommen, wo er auch hoch geehrt überall da in den Kliniken und so, und haben dann noch 3,5 Jahre zusammen gelebt, bevor er gestorben ist. Verrückte Geschichte. Unglaublich. Wow. Ja. Unglaublich. Und da habe ich ihn natürlich auch richtig kennengelernt. Nicht? Das ist klar. Und warst du in der Lage, so etwas wie Tochter-Vater-Gefühle zu entwickeln oder war das nicht mehr möglich? Also Gefühle kann ich nicht sagen. Also im Kopf natürlich. Und er war ein amüsanter, hochgebildeter, ja, toller Typ. War der irgendwie ähnlich? Weiß nicht. Also es ist natürlich ein Unterschied, ob du einen Vater hast, wenn du selber, ich weiß nicht, da war ich 40 Jahre alt oder so, nee, noch älter, und oder ob du einen Vater hast, wenn du 3 Jahre oder 2 Jahre oder 4 Jahre bist. Also dieses Gefühl, dieses Dazugehören, dieses Vatergefühl habe ich eigentlich nie gekriegt. Hm. Aber ich habe ihn sehr bewundert und ich war glücklich für meine Mutter, klar. Hm. Und ist dir das als Sehnsucht geblieben, eine Vaterfigur? Oder hast du das gar nicht so entwickeln können und müssen? Ich weiß nicht. Also wenn, dann ist es unbewusst. Also ich bin mir nicht darüber bewusst, dass mir ein Vater wirklich gefehlt hat. Den anderen Vater, also meinen Nennvater, ja, der sehr liebevoll zu uns war, uns adoptiert hat und alles, den habe ich auch eigentlich nicht so in Erinnerung, weil ich auch zu klein war, als die sich dann wieder getrennt haben und so. Aber Rudolf Schindler wäre sicherlich stolz, wenn er wüsste, dass du Ärztin geworden bist. Ja, das hat er, glaube ich, noch gerade, also dass ich Ärztin werden wollte, hat er mitbekommen. Dass ich es dann wirklich geworden bin, natürlich nicht mehr. Aber ja, ich glaube, er wäre, ich glaube, er hat an seine anderen Kinder, die er hatte, ziemlich hohe Ansprüche gestellt, dass die was werden und gut sind in der Schule und in der Uni und so weiter. Also ich weiß gar nicht, ob das so, ja, er hätte sicher gefreut, natürlich. Hm. Marianne, erlaubst du eine Frage, die auch ziemlich persönlich ist, obwohl du schon so viel von dir preisgegeben hast, aber es hat mit deinem Buch zu tun, aber auch mit deinem Leben. Es bleibt ja nicht aus, dass Menschen, die einem sehr nahe ist, plötzlich nicht mehr da sind. Und weil du vorhin davon gesprochen hast, wie wichtig es ist, auch Neuanfänge zu wagen, auch im hohen Alter, was kannst du sagen, gibt es irgendeine Form, Verluste zu verarbeiten? Für mich. Allgemein? Also für mich sowieso, weil mein sehr, sehr geliebter Lebensgefährte Peter Hamm vor 2 Jahren verstorben ist und das ein Verlust ist, den werde ich bis zu meinem Lebensende in mir tragen. Ja, da kann man auch nichts dagegen setzen. Aber ich habe viele Freunde und ich habe eine wunderbare Familie. Und insofern, und ich habe die
das Vergnügen, in einer solchen Runde zu sitzen, mit dir zu reden. Also, ich kann mich nicht beklagen. Die Freude und das Vergnügen ist bei uns. Und wir werden uns erlauben, jetzt jedes Jahr einmal nachzufragen, ob es was Neues gibt und du Lust hättest, in die Sendung zu kommen. Danke von Herzen für die Offenheit, das Vertrauen und für deinen Besuch. Danke, Marianne. Ich danke dir auch.